Hallo, oh, herzlich willkommen zurück. Eigentlich funktioniert das ganz nett hier. Kann die nächsten Teile aufnehmen, während im Hintergrund die schon aufgenommenen halt schon mal rendern. Das will mir sehr gefallen. Weiter geht's. Colonel, wir haben leider schwere Schäden. Ich wusste, dass das Schiff nicht fertig war, als wir aus dem Dock rauskamen. Das bedeutet, dass wir ihnen nicht mehr viel nützen werden. Wenn wir noch wollen, dass die Vesuvius aufgehalten wird, müssen sie das machen. Ich habe noch eine Überraschung für Admiral Tolvin und sein Schiff. Ich werde ihm dieses nette Flashback mit Vergnügen vorbeibringen, und zwar persönlich. Viel Glück, Colonel. Hoffentlich schaffen sie es auch. Okay, an die Arbeit. Ja, seine Spezialität, so wie mit der Templerbombe im dritten Teil, den ich im Übrigen fertig habe, hochgeladen, komplett Ich zeig's Ihnen. Ich allen kann es kaum Wegen. mehr abwarten, mehr über das Flashback zu hören. Da ist das Teil. Okay. Ah. Machen wir es doch wie zuvor auch. Primate. Panther. Achso, haben wir schon drin. Ja. Mal Maniac mal wieder mitnehmen. Er hat einen höheren Flying Skill, ne? Courage ist jetzt gerade ziemlich irrelevant da draußen. Na komm, ich nehme hier mal Maniac. Ah, ist doofes Geklicke hier. Maniac. Panther oder Hawk? Panther. So. Zum Schluss dessen deren Zusammenarbeit nochmal fördern. Grunde genommen ist er nämlich doch besser. Nur ist halt ein doofer Angeber. So. Ich glaube, ich gehe hier direkt in die Vollen, oder? Tarne mich schon mal. Ich glaube, so war das am besten zu lösen. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Ich will zeigen, was ich kann. Ja. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Das Ding steht nämlich jetzt still. Kann ich recht edel reinfliegen. Maniac schlägt wieder zu. Feindziel zerstört. Jetzt muss ich nämlich hier drin 1:0 für die Guten. Mich sichtbar machen. Das Ding abfeuern. Mission abgeschlossen. Schnell raus. Oh, 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 oh. Sir, wir entdeckten einen Transporter, der die Vesuvius verließ, bevor sie völlig zerstört wurde. Sie können landen, auftanken und Waffen laden. 1:0 für die Guten. Maniac schlägt wieder zu. Ja, hat das super geklappt. Maniac schlägt wieder zu. Hätte besser ja gar nicht laufen können. Das will mir gefallen. So kann man das stehen lassen. Dann landen wir einfach mal. Das wäre sonst richtig kriminell geworden hier, ja, wenn ich das nicht so gemacht hätte, storymäßig. Und ja, ich speichere jetzt mal. Erstmal. Gucken, ist ja videomäßig irgendwas los? Nö, ne? Ich glaube, jetzt kommt nämlich schon so das besondere Ende. Bald. Zumindestens bald. Colonel, der Admiral ist uns entwischt. Jetzt hat er alle Trümpfe in der Hand. Wenn wir uns auch nur einen Schritt in Richtung Erde bewegen, festigt das seine Argumente. Alle werden glauben, dass die Grenzwelten auf dem Kriegspfad sind. Ich habe gehört, dass sie Tolwins Black Lens-Truppe näher in Augenschein nehmen konnten. Ja, Sir. Also ich glaube, es gibt nur einen einzigen Weg, diesen Kriegsausbruch noch zu verhindern. Sie müssen sich persönlich zum Rat begeben und den Politikern erzählen, was sie wissen. Das Problem ist nur, dass sie hier als Feind betrachtet werden.
zweifellos hat Tolvin die terranische Verteidigung in Alarmbereitschaft versetzt. Und Sie kennen ja deren gewaltige Waffensysteme. Die haben eine schwierige Aufgabe vor sich, Colonel, aber Sie wissen ja, ich glaube an Sie. Jo. Viel Glück. Danke. Sie schaffen es. Ja. Keine Pause, jetzt gleich weiter hier. Ich nehme mal diese Dampfeier mit. Das scheinen mir ganz nette Dinger zu sein. Ja, und ich muss mal wieder alleine fliegen. Eieieiei. Aber gut. Jetzt wird's ja kriminell. Jetzt rechnen wir ab, Colonel. Sie stehen auf der falschen Seite, auf der Seite der Vergangenheit, statt auf der Seite der Zukunft. Das passt ja auch, da Sie nur ein Symbol der Vergangenheit sind. Du Nase, ey. Kämpfen Sie gut, Colonel. Ich freue mich auf die Herausforderung. Na, dann zeig mal, was du kannst, du super Gerät hier. Gar nichts kannst du, Junge, gar nichts. Ach ja, komm, ich krieg die auch ohne Raketen hier. Na komm, zeig dich. Ein schöner Tod. Oh. Weitere Nachrichten. Nochmal. Ich krieg den noch. Ich mach dafür nicht den Schwierigkeitsgrad runter. Pass mal auf, Junge. Jetzt rechnen wir ab, Colonel. Sie stehen auf der falschen Seite, auf der Seite der Vergangenheit, statt auf der Seite der Zukunft. Das passt ja auch, da Sie nur ein Symbol der Vergangenheit sind. Ja. So. Du Pfeife. Man muss ja nämlich nur schnell genug sein und dann ist auch schon alles cool. Weiter geht's. Mal gucken, dass wir das hier noch erledigen, ne? Aber die kriegen wir auch klein. Na komm schon, ich seh dich doch. Na komm. Oh, tauchen die einfach aus dem Nix auf, ne? Komm schon, du Sack. Nix da. So, und jetzt du noch. Brauch keine Raketen von euch. So. Sie ihre Turret-Minen hier zerstören. Ist ein bisschen knackig, aber machbar. Auf Veteran hier. Ja.
Ja, die Dinger kriegt man anscheinend nur mit Raketen kaputt, ja? Ja, das hört sich doch gut an. Hat er echt gefressen, ne? Gebe ich dem Ding mal einen Torpedo. Die muss ich im Ernst zerstören hier, wie es so aussieht. Aber auch das soll nicht das Problem sein. Ist ja nur ein bisschen auf Entfernung gehen auch. Starbase. Sonst fliegt mir das Ding um die Ohren. Drücke ich den ein paar Torpedos rein. Und so. Jo, es hat geklappt. Ich hoffe, ich kriege jetzt nichts ab hier. Obensfalle. Jo, das wär's jetzt auch schon. Kommen wir zur Endsequenz hier. Sammlung ist eröffnet. Wir wollen heute Admiral Tolvin für seine unermüdlichen Bemühungen, die Menschheit zu schützen, ehren. Wir wollen ihm gratulieren. Viel Freude in Ihrem neuen Amt als Weltraummarschall. Mein Glückwunsch. Sehr verehrte Mitglieder des Rats, ich möchte Ihnen allen danken für die große Ehre, die Sie mir erwiesen haben. Und ich danke Ihnen, dass ich noch einmal zu Ihnen sprechen darf, bevor Sie mit der Abstimmung beginnen. Wir können die offensichtliche Wahrheit nicht mehr länger ignorieren. Die Grenzweltenunion führt eindeutig Krieg gegen uns und wir tun nichts anderes, als Beschlüsse zu fassen. Wir haben viel zu lange beide Augen zugedrückt. Ich hoffe, Sie gestatten mir, Ihnen ein paar der schrecklichen Terrorakte vor Augen zu führen, die viele unschuldige konföderierte Zivilisten das Leben gekostet haben. Ja, eine formelle Kriegserklärung ist eine entsetzliche Sache. Man sollte erst dazu greifen, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind. Und ich fürchte, ich muss Ihnen mitteilen, dass es jetzt soweit ist. Wir haben doch nicht jahrelang gegen die Kilrathi gekämpft, um uns in Friedenszeiten von einem Geschwür aushöhlen zu lassen. Und wenn man so ein bösartiges Geschwür feststellt, dann muss man die kranken Stellen herausschneiden. Und deshalb bitte ich Sie, mit einem Ja für die Kriegserklärung zu stimmen. Danke. Nutze den Augenblick. Ja. Ja, es gibt ein Geschwür, das operiert werden muss. Ergreift sofort diesen Mann!
Aber es ist nicht an den Grenzen zu unserer Galaxie. Es steht direkt vor Ihnen. Welche Überraschung, der Colonel. Das ist der Held, der den Krieg gegen die Kilrathi gewonnen hat. Aber er hat die Konföderation böswillig verraten. Denn jetzt kämpft er auf der Seite der Grenzweltenunion. Ich kämpfe für dasselbe wie immer. Und zwar für Frieden und Ehre. Bitte, Paladin, hören Sie mir zu. Niemandem darf verwehrt werden, hier das Wort zu ergreifen. Bitte, Colonel Blair. Sprechen Sie. Welchen Preis hat für Sie die Freiheit? Der Titel des Spiels. Ich bin hierher gekommen, um Ihnen die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit darüber, was an der Grenze der Zivilisation geschehen ist. Bitte, Colonel. Sie beleidigen mich und alle, die hier anwesend sind. Glauben Sie denn wirklich, dass keiner von uns weiß, was geschehen ist? Das Spiel kann ich auch. Ich lasse mich nicht provozieren. Nein, Admiral. Die hier Anwesenden sind nicht unwissend. Vor allem Sie nicht. Vielen Dank. Ich will bloß die Ereignisse im richtigen Licht darstellen. Die Grenzwelten sind Opfer einer großen Verschwörung. Falls sie nicht gestoppt wird, fällt ihr die ganze Menschheit zum Opfer. Bestimmt. Geben Sie mir recht, dass das eine etwas verquere Logik ist. Aber bitte sprechen Sie trotzdem weiter. Spiel mit ihm. Konfrontiere ihn. Spiel mit ihm. Konfrontiere ihn. Wollen Sie leugnen, dass Sie etwas mit den Unruhen an der Grenze zu tun hatten? Nein, ich habe mich bemüht, die Unruhen zu beenden und Recht und Ordnung wiederherzustellen. Ja. Recht und Ordnung. Kontrolle. Wichtig ist, den Status quo zu halten. Nur das zählt für Sie. Die Harmonie zwischen allen Völkern ist da zweitrangig. Harmonie wird erst durch Kontrolle ermöglicht. Er wird sich selbst verraten. Er ist machtgierig. Er wird sich selbst verraten. Ich hoffe, ich mache das alles auch so richtig, dass ich es auch wirklich quasi schaffe. War es Harmonie, die mich, ich bin ein konföderierter Pilot, mitschuldig an dem Diebstahl eines Grenzweltenlabors und der Entführung einer Biokonvergenzchemikerin der Grenzwelten machte? Wie Sie eine Operation interpretieren, Colonel, ist irrelevant. Als Soldat haben Sie Befehle auszuführen, ohne sie zu hinterfragen. Ohne Fragen zu stellen. Hat jemand von Ihnen den Admiral zu seiner Blacklands-Truppe befragt? Marshall! Sir, diese Blacklands-Truppe, was hat es damit auf sich? Es ist eine Elite-Truppe, die ich aufgestellt habe, um die Sicherheit der Galaxie zu gewährleisten. Ist diese Einheit auf einer Basis im Axios-System stationiert? Es ist meine Pflicht, Truppen da zu stationieren, wo sie wahrscheinlich gebraucht werden. Der Blacklands-Truppe wurde eine ungewöhnliche Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Effektive Soldaten brauchen auch effektive Werkzeuge. Wie Raumjäger ohne Abzeichen? Wie Biowaffen? Ja, das kommt, glaube ich, ganz gut. Bezeichnen Sie die Genselektion Biowaffe als ein effektives Werkzeug, Admiral? Diese Versammlung hätte niemals die Verwendung einer neu entwickelten und unerprobten Biowaffe genehmigt. Nun, wie bei jeder experimentellen Neuentwicklung, hätte ich Ihnen die Forschungsdaten nach Fertigstellung der Waffe vorgelegt. Die Bewohner von Telamon bieten wohl als Versuchskaninchen. Die wenigen Überlebenden erzählten von einer Waffe, die selektiv jeden tötet, der körperlich oder mental von einer Norm abweicht, die von jemand anderem festgelegt wurde. Die Umstände der Tragödie von Telamon werden noch untersucht. Dabei wird sich mit Sicherheit herausstellen, dass die Grenzwelten dahinter stecken. Klar, die machen sich selber kaputt. Ja. Das All ist voller Verbrecher, habe ich nicht recht, Admiral? Das kommt mir auch so vor. Und Hunderttausende von unschuldigen Menschen mussten sterben, damit diese Verbrecher gejagt werden konnten. Erzähl ihnen mehr.
Greife Tolwin an. Ja, das ist definitiv der verkehrte Weg. Erzähl ihnen mehr. Ja, das. Admiral, glauben Sie, dass die Starken immer überleben? Ich bin davon überzeugt, mit jeder Faser meines Herzens. Ist deshalb der Anführer der Blacklands Elite-Truppe ein Produkt Ihres genetischen Optimierungsprogramms? Dieses Programm wurde schon vor vielen Jahren beendet. Der Mann ist ein besserer Krieger, als Sie es jemals waren, Colonel. Er ist eine Kampfmaschine ohne Gefühle. Er ist ein... Er ist tot. Dank mir. Er ist ein Symbol für all das, was wir in Zukunft erreichen werden. Was hat denn die Konföderation erreicht, Admiral Tolwin? Die Tötung vieler Menschen durch ihre Blacklands-Truppe? Die Millionen, die noch sterben werden, wenn der Rat für den Krieg stimmt? Weltraummarschall Tolwin glaubt, dass der Sieg der Menschheit über die Kilrathi ein Zufall war. Dass wir als Rasse nicht gut genug für diese Welt sind. Man muss uns verbessern. Und wenn ein paar Milliarden draufgehen, was soll's? Die waren sowieso nichts wert. Wieso können wir nicht mehr wie die Kilrathi sein? Kriegslüstern und nur von einem einzigen Gedanken besessen. Dem Tod. Sagen Sie es uns, Admiral. Ist das der Preis der Freiheit? Die Menschheit hat im Krieg gegen die Kilrathi ihren Höhepunkt erreicht. Doch jetzt geht unsere Gesellschaft kaputt und wir haben keine Ziele mehr, keine Ideale. Wir sind selbstherrlich und träge geworden. Wer wird uns schützen vor der nächsten Rasse, die uns versklaven will? Keiner weiß, woher die nächste Bedrohung kommt und wann. Keiner. Wir müssen deshalb vorbereitet sein. Fortschritt ist nur das Ergebnis von Konflikten. Kämpfe härten uns ab. Konflikte vergrößern unsere Fähigkeit zu überleben. Die Kilrathi wissen das. Sie existieren seit Millionen von Jahren und das werden wir auch, wenn wir weiterkämpfen. Aber wir müssen die Tötungsmethoden, die wir haben, verbessern und wir... Der Schauspieler ist echt gut. Der ist, glaube ich, auch echt sehr bekannt. Jetzt eigentlich. Haben wir genug gehört. Das ist genau seine Rolle. Admiral Tolwin. Besonders hier. Die Versammlung soll abstimmen. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ich hab's gepackt, oder? Ja. Die Nein-Stimmen überwiegen. Es gibt keinen Krieg mit den Grenzwelten. Die Verhandlung für eröffnet. Dieser Mann ist ein Kriegsaufhetzer! Kriegsaufhetzer! Jetzt kriegt er seine Verurteilung. Er war der Verursacher! Er allein ist daran schuld! Kriegsgerecht. Oder so. Es ist Ihre Schuld! Seine Position ausgenutzt. Der unmenschliche Admiral Tolwin. Für eine etwas verquere Dieses Ideologie. Dieses Tribunal hat sich schwerer Verbrechen gegen die Menschheit für schuldig befunden. Die Berufung, die Raummarschall Tolwin eingelegt hatte, wurde heute zurückgewiesen. Tolwins Hinrichtung wird... Sind die aufgerannt. Tja. Werde ich wohl auch früher oder später altersbegrenzen müssen, wie er da baumelt. Hier sind Sie nur ein kleiner Fluglehrer. Sie sind weder General noch Senator.
Sie hätten alles haben können. Die Fliegerei bedeutet mir alles. Und die habe ich nicht aufgeben müssen. Ich beneide Sie. Hätte ich nur den gleichen Weg eingeschlagen wie Sie. Ich bin wieder Konföderierter, wie man sieht. Wie läuft's mit der Farm? Ich glaube nicht, weil das Grenzwelten-Logo was auf dem Arm hat. Ich bin kein Farmer. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Sperrt eure schmutzigen Ohren auf und konzentriert euch endlich. Ich habe mal etwas sehr Weises von Maniac gehört. Was war das? Sie sagten, man ist entweder ein Wurm oder ein Adler. Das habe ich gesagt? Ja. Hey, Colonel! Hier sind noch ein paar blutige Anfänger für Sie. Ich bin nicht zu sprechen. Ich werde jetzt erstmal einige Runden fliegen. Für mich war es ganz klar, dass dies hier die beste Schule ist. Ja, für mich auch. Vorhin guten Flug. Knapp an einem anderen Senator, was Sie mit meinem Satz meinte. Halten Sie Ihren Mund. Das ist besser. Konföderiertes Abzeichen auf der Kutte, aber mit dem Grenzweltenapparat durch die Gegend cruisen. Das ist doch mal cool. Ja. DVD Special Edition, ja. Ist ja die englische Version, die es halt gab auf DVD, mit den DVD-Videos halt gepatcht, soweit nötig und möglich auf Deutsch. In der GOG-Fassung. Was gibt's abschließend dazu zu sagen, aber wenn man da eindeutig gemerkt hat, ist das echt ein klasse Spiel, genauso wie der dritte Teil auch schon klasse war. Das Let's Play hat mir echt viel Spaß bereitet. Das eine oder andere konnte ich entdecken, was ich früher immer nie gesehen habe, über viele Jahre, weil ich das immer wieder mal reingeschmissen habe. Auf den dritten Teil natürlich und ja. Ich lasse den Abspann einfach mal noch ein bisschen laufen hier. Das finde ich, gehört jetzt hier mal mit rein. So, da sind echt gute Schauspieler mit bei und so weiter. Dass man das nachgucken kann, wenn man sich dafür interessiert. Definitiv ein Spiel, was man sich günstig mal zulegen kann und sollte, wenn man es noch nicht besitzt. Das ist ein schönes Ding für die Sammlung, sage ich mal. Ist tatsächlich auch heute noch was ganz Besonderes, wie ich finde. Und wie man sieht, im Wing Center Forum ja auch. Man möchte es immer wieder mal ganz gerne reinlegen, nochmal angucken und spielen und so. Zum Glück ist es uns ja auch möglich, selbst auf modernen Rechnern beide dieser besonderen Teile, den dritten und den vierten, zu spielen und sie lauffähig zu bekommen. Bei dem nächsten Teil dann, was glaube ich auch der letzte war, jedenfalls ist mir nichts Neueres bekannt, der fünfte Teil Prophecy, der lässt sich leider nicht ganz so toll zum Laufen bringen. Da gibt es zwar auch DVD-Videos, aber ich bekomme die einfach nicht ans Laufen. Leider, leider. Aber früher oder später werden wir auch dafür eine Lösung finden und dann habe ich auch vor, das auch zu spielen. Es ist allerdings jetzt nicht unbedingt so der Teil, wo ich von sagen muss, dass mir der so gut gefällt wie der dritte und der vierte schon alleine, weil man halt nicht mehr Colonel Christopher Blair selber spielt, so wie es hier der Fall ist. Das nimmt dem Spiel dann so ein bisschen irgendwie das Gefühl, dass man Wing Commander spielt. Und ja. Wobei die Story dort eigentlich auch nicht schlecht ist. Aber es ist halt kein Wing Commander mehr, so wie der dritte und der vierte Teil in dem Sinne. Und ja. So, Wolf Seeberg. Oder doch Wolf Seeberg, soll das doch ein Deutscher sein? Keine Ahnung. Video Processing Facility, EA Media. Okay.
ist ein Electronic Arts Titel halt, ne? Was das mit Origin auf sich hat, weiß ich nicht. Sound des Origin Systems, okay. Aha, jetzt wissen wir Bescheid. Allerdings auch Electronic Arts Sunday Mateo. Ah, da findet ja keiner mehr die Blöcke. Tochterunternehmen, hast du nicht gesehen. Damals schon anscheinend. Können wir Christopher Blair, gespielt von Mark Hamill. Admiral Tolvin ist Malcolm McDowell, genau. Ein recht bekannter Schauspieler eigentlich. Diese Holly Gagnier, die diese Sosa gespielt hat, die dürfte auch eigentlich bekannt sein. Wir müssen mal gucken, wo ist denn Maniac? Chris Bergschneider war Malek, das ist sogar ein Deutscher, soweit ich das sehe, vom Namen her. Aber Maniac ist ja auch ein bekannter Schauspieler. Habe ich jetzt vielleicht einfach nur übersehen bis hierher. Sony war mit dabei, okay. Monitors provided. Special thanks. Haben wir auch was dafür gemacht, gegeben, getan, wie auch immer. Ja. 95. Mitte der 90er. Okay. Ja. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja. Beenden wir doch hier mit diesem Part. Ich glaube, der ist echt sehr gelungen. Und ja. Tschüssing. Bis zu den nächsten Plays.